24 Tim ist im Dschungel am Ende doch nur fake? Ja, ich glaube, meine Erkenntnis ist einfach, dass ich ein guter Mensch bin. Außerdem gibt's einen krassen Fettstreit. Ja, aber dann will ich kurz was sagen. Die Lucy hat mir das Fleisch drauf gemacht. Ich habe mir überhaupt gar nicht das Fleisch ausgesucht. Ah ja? Das nee, es ist mir wichtig, dass... Ah, also hast du Glück gehabt. Und so ganz nebenbei auch noch weiter eine aufkeimende Romanze. Das ist auch so ein Test. Wie viel Körperspannung hat sie? Boah, Körper von Leila ist top. All das. Und noch einiges mehr gibt's in Tag 15 im Dschungel. Und oh mein Gott, ich kann gar nicht glauben, dass ich immer noch lebe, obwohl wir schon Tag 15 haben. Es stimmt aber. Und deswegen werde ich auch diese Folge natürlich kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex. Mein erstes richtiges Haustier war auch schon eine Hündin, die hieß Chili und ich habe sie sehr geliebt. Und was ich auch liebe, muss ich leider zugeben, ist RTL Plus. Da kann man nämlich ganz viele Sachen in voller Länge gucken. So natürlich auch den Dschungel. Findest du immer ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, auch heute starten wir natürlich wie immer im Dschungel mit dem schönsten Ruf im deutschen Fernsehen. Heute aber irgendwie ein bisschen melodischer, aber okay. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Wundervoll. Und kaum, dass wir das geschafft haben, können wir ja auch direkt mal ins Camp schauen. Nicht wundern übrigens, Kim ist in diesen Einstellungen noch da, weil die ja erst dann am nächsten Mittag immer auszieht. Das machen die immer so, weil ja der Teil der Sendung, wo das verkündet wird, wer rausfliegt, immer live ist. Aber ist ja eigentlich auch egal. Wir sind jedenfalls noch am Abend davor und da bekommen die Stars dann erstmal Essen. Dafür erhaltet ihr zum Abendessen einen Strauch Süßblattwurst. Das glaube ich nicht. Süßblatt. Das ist Süßblatt. Wachskürbis. Oh, geil. Lila Knollengemüse. Gelbe Austernpilze. Drei Kaki. Ja. Und ein Kamelstück. Was? Kamel. 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 Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie das schmeckt. Und dadurch, dass ich eh kein Fleisch esse, würde ich es wahrscheinlich sowieso nicht mögen. Aber irgendwie stelle ich mir Kamel zäh und unangenehm vor. Und das ist es dann, glaube ich, auch. Und zusätzlich noch sehr fettig. Und das führt gleich zu einem Streit. Dieses pure Fett auf jeden Fall abmachen. Nee, würde ich mit braten, aber für Fabio. Ja, aber da ist auch Knochen dran. Ich versuche nichts an Fleisch zu verlieren, weil das würde auch Fabio essen. Das würde auch Fabio essen, fand ich an sich schon so ein kleines bisschen komisch. Und Fabio wurde dann zwar gefragt, ob er das tatsächlich essen würde und er hat es auch bejaht. Danach wurden dann aber erstmal die Portionen gemacht. Und da waren Fabio und auch Mike jetzt nicht so sehr dran beteiligt, zu ihrem Unglück. Haben wir noch ein verbranntes? Sucht ihr euch alle die besten Stücke raus, oder? Das ist gut. Das sind auch drei. Das ist das. Mike, für uns zwei gibt es nur die fettigen verbrannten. Geil. Ja, und auch wenn Fabio das so ein bisschen satirisch ausgedrückt hat, am Ende des Tages stimmt's halt leider. Also Tim, Lucy und Kim haben sich die guten Sachen zugeschoben. Layla isst in solchen Fällen kein Fleisch. Die ist irgendwie so Teilzeit-Vegetarierin. Ja, und dann bleibt der Scheiß für die Männer. Fand ich jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Wer ist so fett? So ein fettes, nur eigentlich fett, so ein fettes Fettstück. Wenn das nicht sogar fett, das größte Fettstück war. Und das ist ja nicht mal alles. Es gibt da eine Sache, die ich generell ein bisschen komisch finde. Viele von euch haben nämlich schon darauf hingewiesen. Also Layla ist ja irgendwie Vegetarierin, aber auch nur manchmal, weil Döner zu Hause isst sie doch sehr gerne. Und Kim Virginia ist ja auch irgendwie Vegetarierin, aber auch nur manchmal, weil das Fleisch im Camp isst sie dann trotzdem. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn, oder? Hauptsache die Vegetarier haben ein schönes Stück Fleisch. I forgot I was a bad bitch. Kim ist Vegetarierin und dann sucht sich das beste Fleisch raus. Happy Birthday. Ehrlich gesagt fasst das Kim aber auch einfach perfekt zusammen, oder? Und kurz dachte ich, na gut, die Männer schlucken das dann aber runter. Was bei dem Fett aber gar nicht so leicht ist, weil man das so oft kauen muss, haha. So war es dann aber nicht, sondern Fabio hat das angesprochen. Und bei dem habe ich sowieso so langsam das Gefühl, dass sein Nervenkostüm ein bisschen dünner wird. Fand ich aber ehrlich gesagt auch sehr gut. Hier siehst du halt das wahre Gesicht immer der Mensch. Brauchst du ein Stück Fleisch, Fabio? Nein, aber sowas macht man nicht. Was denn? Sich so vordrängen. Und ich kriege da Besseres als die anderen.
So, Hauptsache ich. Absolut true. Und ich muss sagen, tatsächlich, was das angeht, sind die Männer und Lucy wirklich diejenigen, bei denen ich sagen würde, die denken ein bisschen mehr an die Gemeinschaft. Und bei Kim, Layla und auch Tim muss man leider sagen, nö, die jetzt irgendwie nicht so sehr. Und das arbeitet in Fabio dann auch noch lange nach dem Essen. Deswegen müssen die eben genannten jetzt bestraft werden. Jetzt auf Strafe, Tim und Kim Müll wegbringen. Aber was denn für eine Strafe? Was? Strafe? Fabio, von welcher Strafe sprichst du? Wegen Fleischklau. Ja, und ich kann Fabio hier gut verstehen. Und wir haben ja vorhin die Bilder gesehen. Da standen Lucy, Tim und Kim. Und die drei haben dafür gesorgt, dass die Portionen so verteilt wurden, wie sie verteilt worden sind. Tim möchte seine Hände allerdings in Unschuld baden. Klappt nur nicht so richtig. Ja, aber dann will ich kurz was sagen. Die Lucy hat mir das Fleisch drauf gemacht. Ich habe mir überhaupt gar nicht das Fleisch ausgesucht. Ah ja? Es ist mir wichtig, dass... Also hast du Glück gehabt. Ja, und es ist ja schön, dass dir das wichtig ist, Tim. Ich habe mir die Szene jetzt aber noch mal zweimal angeschaut. Und doch, du warst auf jeden Fall auch darin beteiligt. Du hast vor allen Dingen sehr deutlich auf Fleischstücke gedeutet, die dann auf deinen Teller kamen. Beziehungsweise in dein Schälchen. Aber wie gesagt, Tim möchte davon nichts wissen. Und das fand ich ziemlich unsympathisch. Ich habe mir definitiv nicht die Dinge rausgepickt, nee. Da sehe ich mich in keiner Schuld. Ja gut, je nach Wortwahl hat er hier natürlich recht, weil er hat sie nicht rausgepickt, er hat sie sich rauspicken lassen. Aber das macht's halt nicht unbedingt besser. Und auch Lucy war daran natürlich nicht ganz unbeteiligt. Allerdings ist die insgesamt so sehr Camp-Mama, dass Fabio bei ihr jetzt nicht unbedingt das Schwert zum Duell erheben möchte. Fand ich auch ganz gut, weil wenn Fabio und Lucy nochmal aneinander geraten würden, dann fände ich das sehr schade. Weil für mich sind das die beiden Herzenskandidaten. Bei Lucy ist ja so, wir haben ja das Vertrauen, wenn sie die Einteilung macht. Sagst du, okay, du vertraust der. Und wenn sie dann quasi aber zuschaut, wie andere das wegnehmen, da ist das Vertrauen dann auch weniger, weil normal sagt man, hey, sorry, so geht es nicht, ich teile das ein, weißt du? Jetzt muss man aber ja auch nochmal sagen, wir haben jetzt in diesem Streit eigentlich jeden gehört, außer Lucy selbst. Und die hat natürlich auch eine Meinung. Und der glaube ich sogar, dass das von ihrer Seite aus jetzt zumindest keine böse Absicht war. Ich finde es richtig schlimm und sehr schade, dass bei der Verteilung wirklich, das ist ja keine Aufteilung, es ist einfach eine gleichmäßige Verteilung dann auch gewesen, dass so gekommen ist. Also jeder hat sich einfach ein Schälchen genommen. Mhm. So. Wenn du Bock hast, kannst du mir deine Meinung dazu natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn du sowieso da unten bist und du hast es noch nicht gemacht, dann würde ich mich auch noch sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Vielen Dank an der Stelle. Damit ist der Streit dann aber auch erstmal tatsächlich schon wieder vorbei. Und wir können zu was Angenehmerem kommen, nämlich einem Lagerfeuer-Date zwischen Mike und Layla, wo die beiden sich ein bisschen besser kennenlernen wollen, so wie beim Speed-Dating. Früh aufstehen oder spät aufstehen? Spät. Winter oder Sommer? Sommer. Über eine große Wohnung oder eine kleine Wohnung zu Hause kochen? Chips oder Schokolade? Zu großes Auto oder kleines Auto? Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr Lieblingsgericht ein Döner ist. Das ist sehr wichtig, weil Liebe geht durch den Magen, habe ich gehört. Am schönsten fand ich die Frage, große Wohnung oder kleine Wohnung, weil man nimmt natürlich immer freiwillig die kleine Wohnung. Das ergibt doch in keiner Welt Sinn. Okay, aber trotzdem kommen die beiden sich tatsächlich wirklich immer noch ein bisschen näher und ich glaube, Layla ist immer noch von Mike ganz doll bezaubert. Aber ein bisschen habe ich auch das Gefühl, sie wäre von jedem Mann bezaubert. Hauptsache, es gibt ein bisschen Sendezeit. Wenn man so in seine Augen guckt, finde ich, da sieht man immer irgendwie so eine ehrliche Seele und einfach so eine Reinheit. Die haben irgendwie so was Liebes irgendwie. Aber jetzt mal ganz im Ernst und ich will das jetzt auch nicht zu sehr unterbuttern. Ich habe schon das Gefühl, dass zwischen den beiden so eine gewisse, sagen wir mal, positive Grundstimmung ist und man kommt sich sogar in dieser Nacht noch ein wenig näher. Die beiden kommen sich in dieser Folge sogar noch ein bisschen näher. Am nächsten Morgen bzw. am nächsten Mittag war es dann allerdings soweit und der Auszug von Kim sollte anstehen. Und merkwürdigerweise war niemand im Camp darüber besonders traurig. Wie sehr hat sie es getroffen, dass die Frau Virginia heute so wenig Stimmen bekommen hat? Also ich muss ehrlich sagen, mich hat das überhaupt gar nicht getroffen. Eine leichte Erleichterung habe ich da verspürt im Inneren meiner Seele. Ja, und ich glaube, eine wesentlich größere Erleichterung, vielleicht die größte Erleichterung, die man überhaupt empfinden kann, die hat Mike empfunden. Denn jetzt, wo Kim weg ist, ist das jetzt nicht mehr so wie ein Klassenausflug mit der verhassten Französischlehrerin, mit der man dann 3 Stunden lang um eine Kläranlage herumwandert.
und ja, das ist mir tatsächlich mal so in der 7. Klasse passiert, sondern es ist wie ein netter Pfadfinderausflug mit seiner Liebsten. Aber. Nein, natürlich. Ciao, ciao. Ja, innerlich habe ich nicht vor Freude geschrien, aber ich habe mir nur gedacht, so. Okay. Ja. Right. Ciao, ciao. Und ich muss auch sagen, Mike hat das meiner Meinung nach jetzt auch noch ein bisschen verdient. Und Kim Virginia hat ja auch auf jeden Fall den Auszug verdient. Und ich sag's mal so, sie ist genauso aus dem Camp gegangen, wie sie auch im Camp war. Und wir werden sie übrigens aber demnächst auf meinem Kanal schon wieder mal sehen, nämlich bei Prominent getrennt. Bin gespannt, ob ich das aushalten werde. Ich habe jetzt die meisten Prüfungen in dieser Staffel gehabt. Das heißt, irgendwo bin ich ja die Königin der Dschungelprüfungen. Excuse me. Die Königin muss gehen! Ja, und sie hält sich wirklich für eine Königin und sie wird auch von ihren Freunden als Königin bezeichnet, was das Ganze noch ein bisschen unangenehmer macht. Aber zugegebenermaßen muss man auch sagen, sie hat nicht so viele Freunde, denn ihre Vertrauensperson, die sie dann in Empfang genommen hat, ist ja schon ihr Schamane. Und das lässt auch einigermaßen tief blicken. Das ist unsere Königin der Herzenschatten. Du bist so geil! Ich habe ja eine leibliche Schwester, aber Kim ist wie ich immer schon sage, eine Sister from another Mister. Manche der Fans meinen sogar, wir sehen uns ähnlich. Ja, ihr seid euch ungefähr so ähnlich wie Samson und das Krümelmonster, würde ich mal sagen. Aber okay, dann hat der Schamane auf jeden Fall trotzdem gleich mal seine magischen Kräfte eingesetzt, um dafür zu sorgen, dass Kim von den negativen Energien befreit wird. Aber das hat logischerweise nicht geklappt, weil Kim ist ja eigentlich die negative Energie. Mit dem nächsten Ausatmen atmest du all das Negative aus, was du vielleicht mitgenommen hast. Ich werde von Kim nicht dafür bezahlt, dass ich das mache. Für Kim ist das natürlich einfach Freundschaftsdienst. Ich muss übrigens an der Stelle auch nochmal loswerden. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass die spirituellen Sachen bei RTL und so immer so ein bisschen bescheuert sind, weil das ist eigentlich keine besonders gute Repräsentation dieser ganzen Szene. Aber naja. Kaum nachdem Kim ausgezogen war, ist im Camp dann übrigens was wirklich Interessantes passiert. Und zwar ist die Grundstimmung einfach von einer Sekunde auf die andere wirklich merklich besser geworden. Und alle hatten plötzlich Spaß miteinander. Seid ihr gegönnt? Du bist ein ganz toller Mitcamper. Und ich segne dich sogar doppelt, weil das brauchst du. Jetzt nimm das. Bei allem Spaß bleibt aber natürlich der Ernst auch weiter bestehen und das bedeutet im Dschungelcamp natürlich unter anderem die tägliche Dschungelprüfung. Und diesmal war es tatsächlich mal nicht Lucy, sondern ein Gespann, das wir so noch gar nicht hatten. In die Prüfung gehen zwei Personen. Mike, mach's nicht so spannend. Zwei Personen und einmal ist es Tim. Ja. Danke. Endlich mal raus. Tim und ich. Okay, und ich glaube, die beiden sind auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Team zusammen, aber, und das haben wir in den letzten Jahren eigentlich ganz oft gehört, aber in diesem noch gar nicht, habt ihr zwei dann auch einen coolen Schlachtruf? Machen wir sowas? Boah, wie geht der? Nee, ich möchte das eigentlich gar nicht machen. Ich gucke mir lieber mit euch zusammen die Dschungelprüfung an. Und die gab es, glaube ich, auch noch nie. Fand ich eigentlich wieder eine ganz nette Idee. Diese Prüfung heißt Mauerfail. Hey, mal eine Prüfung ohne Tiere. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und die ist dann ungefähr so abgelaufen, dass beide der Stars jeweils auf einer Seite der Mauer waren, die insgesamt auch noch in 3,50 Meter Höhe gezogen wurde. Da war es dann ziemlich glitschig und man musste an die Seiten kommen, um Sternteile zu bekommen und gleichzeitig ein bisschen das Gleichgewicht mit dem jeweils anderen austarieren. Klingt jetzt einigermaßen kompliziert, aber wisst ihr was? Wir gucken uns das einfach direkt mal an und achtet auf die äußerst gute Kommunikation. Rechts, also blau, hellblau, 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 hellblau. Oh, boah, du, ist ja gut. Hellblau, hellblau, hellblau. Ja. Hellblau, hellblau. Ja. Hellblau. Ja. Hellblau. Okay, aber du musst ein bisschen mehr nach rechts, glaube ich. Hellblau, hellblau. Warte, ja. Kurz dachte ich, Mike wäre ein Pokémon mit dem Namen Hellblau, Hellblau, Hellblau. Aber nein, im Ernst. Die beiden haben sich dann wirklich eigentlich ganz gut angestellt. Denn es war da wirklich verdammt glitschig. Bist du schon da? Na, ich bin noch nicht mal... Guck mal, der ist noch nicht hier. Bist du schon da? Ah! Wehgetan? Nee, alles top. Super.
blöd gelaufen, aber kein großes Problem. Dann wurde die Zeit einfach gestoppt. Man kam wieder drauf und man durfte den nächsten Ansatz starten. Und auch hier war die Kommunikation wieder großartig. Also, ich hab den Stern, bleib ruhig, Mike. Zurück. Ja, aber ganz langsam. Langsam. Erstes Ding zu beiden. Richtig gut, Jungs. Ja. Richtig gut, Jungs. Ja, haben sie aber wirklich ziemlich gut gemacht. Und auch wenn ich Tim jetzt sonst nicht so sehr mag, bei der Prüfung fand ich ihn auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Der hat schon ein Talent, relativ schnell relativ gute Sprüche rauszukloppen. Bin da. Ja, ich nicht. Hier, sie ist in meiner Hand. Pack ihn einfach rein und sei glücklich. Komm. Jawohl. Komm. Okay, Mike. Nächste Farbe. Moment mal, steck ihn rein und sei glücklich. Das kenne ich doch sonst eigentlich nur mit anderen Körperteilen. Und auf die kamen sie dann spannenderweise auch noch zu sprechen. Wir schaffen das, komm. Wir packen das. Hier, gib einen Check, meine Hand ist hier. Oder war das dein Penis? Au. Warum ist der so glitschig? Nach und nach haben sie dann übrigens ein paar Sterne erspielt, aber es wurde gegen Ende auch hier wieder richtig, richtig knapp. Und da muss ich jetzt wirklich mal generell einen Appell an RTL loswerden in diesem Jahr. Könnt ihr mal bitte die Zeiten für die Prüfung wieder ein bisschen hochsetzen? Weil irgendwie machen die doch auch Spaß und ich fände es cooler, wenn die 2 Minuten länger laufen würden. Dafür könnt ihr ja vielleicht ein bisschen was von dem Football streichen. Oh nein, mach's lieber nicht. Jan Köppen lacht ja nicht oft, ne? Aber wenn, ist es immer ziemlich ansteckend. Aber gut, trotzdem haben sie die Prüfung gut bewältigt. Und nochmal als Erinnerung, 5 Sterne hätten sie maximal erspielen können. Insofern ist das Ergebnis auf jeden Fall mehr als 50%. Mathe kann ich. Okay, let's go. Ein halben du, ein halben ich. Eins. Ein halben du, ein halben ich. Zwei. Ein halben du. Einer im Ich. Drei. Schön. Und ein gutes Ergebnis. Davon wusste man im Camp ja allerdings noch nichts. Und die positive Grundstimmung von vorhin, die war plötzlich vorbei. Es war ein bisschen so, als wäre Layla verflucht worden. Oh, ich habe gerade richtige Ohrenschmerzen bekommen. Von 0 auf 100. Vielleicht, weil meine Ohren das nicht gewohnt waren, dass ich nicht mit Scheiße vollgelabert werde von Kim. Oh nein. Natürlich, der Schamane von Kim, das muss es auf jeden Fall sein. Und ich bin mir sicher, der hat... Ja, der wird wahrscheinlich überhaupt nichts gemacht haben, weil der, glaube ich, ähnlich talentiert ist wie mein Nachbar Manfred, wenn der Bibi Blocksberg cosplayt. Wird der Schamane schon Fluch auflegen? Oh Gott, hör mal auf. Vielleicht ist so eine Nadel irgendwo bei der Voodoo-Puppe ins Ohr rein, so... Tja. Und dann bei der Layla direkt, dann hat's gestochen. Das ist aber, glaube ich, dann auch nicht der einzige Fluch, der auf Layla lastet. Denn sie hat auch noch magischen Haarwachstum. Nein, eigentlich nicht. Aber ich möchte mir ehrlich gesagt auch gar nicht ausmalen, wie das da passiert ist, was sie gleich beschreibt. Ich muss mir gerade mal die Arschbacken rasieren, weil ich habe gerade gesehen, dass da mehr Haare sind als auf meinem Kopf. Ey. Warum habe ich denn Haare am Hintern? Die kann man einfach flechten. Hat man nicht immer ein paar Haare am Hintern? Also ich habe auf jeden Fall welche und ich bin mir sicher, das wollte jetzt keiner von euch wissen. Aber nach diesem äußerst romantischen Ausflug in Laylas Pobehaarung wird es dann wirklich ein bisschen romantisch. Denn Mike ist irgendwann von der Prüfung wieder zurück und Layla hat ja Angst, alleine im Weiher zu schwimmen. Aber kein Problem, Mike ist ja mit dabei und dann kommen die beiden sich wirklich noch mal ein bisschen näher. Ich sag's dir ehrlich, ich fühle mich komplett leicht. Ich fühle mich komplett frei irgendwie. So richtig frei. Das ist richtig schön. Ja. Und an sich muss ich sagen, waren das schöne Szenen. Aber wenn du wie ich den Dschungel schon sehr lange guckst, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ich musste trotzdem so ein kleines bisschen an, wie heißt der, Jay Khan und Indira damals denken. Die haben ja meine Liebesgeschichte im Dschungel gefaked, um ganz viel Sendezeit zu bekommen. Und ja, bei den beiden hier ist es auf jeden Fall ein bisschen echter, aber ein bisschen Berechnung ist da, glaube ich, auch. Das ist auch so ein Test, wie viel Körperspannung hat sie. Boah, Körper von Layla ist top. Was bei den beiden allerdings fehlt und was es ja bei Indira und Jay Khan sehr, sehr oft gab, das sind flammende Küsse der Liebe. Aber vielleicht kommen die ja noch. Fabio hat Hoffnung. Wann sich die Spannung natürlich entlädt bei den beiden, wissen wir nicht. Ja, wir können nur mal vielleicht hoffen und gucken, wann Layla und Mike da eventuell mal sich ein kleines Bussi geben. Ich weiß übrigens gar nicht, wie ihr das seht, ne? Aber ich muss für mich sagen, ich brauche echt keinen Kuss im Dschungel. Also ich weiß nicht.
danach meinetwegen. Und wenn sie es unbedingt machen wollen, okay, aber nö, ich brauche das nicht. Aber trotzdem sind sich Mike und Layla noch ein bisschen näher gekommen. Und so langsam ist das wirklich so eine Mischung aus Ex on the Beach, Temptation Island und dem Dschungelcamp. Wahrscheinlich dann Ex on the Jungle Island. Was soll ich sagen? Er hat ja meinen Rücken so eingeseift, aber man kann ja auch so beim Massieren so am Rücken mal dann so, mal so ein bisschen nach vorne gehen oder so. Ja, weiß ich nicht. Zum Äußersten kommt es allerdings noch nicht. Zumindest nicht bei den beiden. Aber dafür bei 24 Tim, denn der ist aufs Äußerste angespannt, denn er hat schon seit mindestens 7 Minuten kein philosophisches Gespräch mehr geführt. Und das kann ein tiefsinniger Mensch wie er kaum verknusen. Am Ende des Tages, und ich glaube, das denkt man gar nicht so von mir, führe ich wirklich super, super gerne viele tiefgründige Gespräche. Ich glaube, dass man da einfach so krasse Gehirnarbeit leistet. Also ich muss einerseits sagen, dass ich das sehr schön finde, dass Tim das sagt. Ich kann mich aber nicht wirklich an auch nur ein einziges, wirklich tiefsinniges Gespräch von ihm im Dschungel erinnern. Aber hier, wenn du das unbedingt machen möchtest, dann da sind doch Layla und Fabio. Wie wär's mit den beiden? Bart ist vielleicht lang geworden. Ich habe das Gefühl, die holen noch mal so ein paar Spiele aus der Kindheit nach. Oh nee, und Spiele aus der Kindheit, das ist Tim auf jeden Fall zu albern. Denn seine Kindheit ist ja immerhin schon fast ein halbes Jahr her. Deswegen geht er lieber zu Lucy und da findet er dann die tiefsinnigen Gespräche auch. Wir müssen an uns glauben und an das, was wir in uns tragen. Und an die Leute, die uns supporten. Genau. Das ist tatsächlich noch wichtiger. Genau, und an das, was wir repräsentieren, was aus uns hier zusätzlich rausgeholt wurde. Okay, ja, und das war jetzt wirklich ein, wie ich finde, ganz nettes Gespräch. Aber das, was Tim dann daraus später im Interview gemacht hat, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich mein Video heute so genannt habe. Weil das fand ich jetzt leicht over the top, oder? Gerade Menschen wie Lucy, da habe ich das Gefühl, wenn ich mit denen rede, dann hören die mir zu. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als für jemanden, der eigentlich gehört werden möchte, auch endlich mal gehört zu werden. Und das rechne ich unter anderem Lucy hoch an. Und ich weiß nicht, was mit Tim in dieser Folge los ist, ne? Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der jetzt nochmal so richtig aufs Gaspedal der Emotionen tritt, für die Zuschauer in erster Linie. Du, sag mal, Tim, warum machst du das? Und zu welcher Erkenntnis führt dich das jetzt alles? Ja, ich glaube, meine Erkenntnis ist einfach, dass ich ein guter Mensch bin. Okay, keine Ahnung. Also für mich war das alles ein bisschen drüber. Naja. Ich glaube, danach wurde es RTL ein kleines bisschen zu langweilig. Deswegen haben die gesagt, hey, wir brauchen mal wieder ein bescheuertes Spiel, bei dem ihr euch eventuell anlegt. Und das durfte Mike dann gleich mal im Dschungeltelefon abholen. So, Freunde. Oh je. Hi. Wir haben hier was Schönes. Ja. Stars. Ha. Wie ist euer Blick auf die Meinung übereinander? Besprecht und entscheidet jetzt gemeinsam, welche Eigenschaften welchen Star treffend beschreiben. Oh, und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ich glaube, in der letzten Staffel war es, ja, es war in der letzten Staffel, hat dieses Spiel zu einer richtig krassen Diskussion geführt. Dieses Mal war es allerdings verhältnismäßig soft, denn selbst bei den etwas negativen Begriffen haben die Stars sich fast darum gerissen, sich selbst damit zu benennen. Layla macht mal den Anfang. Wenn ich zum Beispiel egoistisch so lese, sehe ich das bei keinem von euch, sondern eher dann, wenn bei mir, weil ich öfter ja wusste, dass ich zum Beispiel gegen Regeln verstoße und es trotzdem gemacht habe. Das stimmt. Weiß ich nicht, was ihr sagt. Dem würde ich auch ein bisschen zustimmen. Ja, also ich würde dem zwar auch durchaus zustimmen, fand das von Layla vielleicht aber auch ein kleines bisschen komisch. Was ich aber noch wesentlich komischer fand, war, wie die Stars danach mit dem Begriff laut umgegangen sind. Weil ganz ehrlich, bei laut denke ich absolut und die ganze Zeit nur an Tim. Aber ausgerechnet Tim denkt an jemand anders. Würde ich, glaube ich, laut unserer Camp-Mutti geben. Manchmal einfach, glaube ich, dass du zu schnell zu viele Sachen gleichzeitig machen willst. Und das ist manchmal eine von außen betrachtete Unruhe, glaube ich. Ja. Ach, Lucy macht also Unruhe. Naja, alles klar. Witzigerweise musste Tim allerdings diese Benennung dann selbst ein bisschen bezahlen, denn jeder sollte ja einen Begriff bekommen. Und am Ende war für ihn nur noch der Begriff unauthentisch da. Und das ist er doch jetzt wirklich überhaupt nicht. Gerade nicht in dieser Folge. Das war wirklich das schlimmste Wort, was man mir hätte geben können. Ich habe, glaube ich, diesen Tim, den ich mal hatte und der so bodenständig war und der auch eine Leichtigkeit hatte, habe ich, glaube ich, verloren. Ja, das war jetzt vielleicht schon
teilweise vielleicht zu viel in Materie rein, für mich. Und mir ging das auch so. Und ich muss es jetzt an dieser Stelle nochmal loswerden. Ich glaube Tim grundsätzlich seine Emotionen. Und ich finde auch grundsätzlich, er ist im Dschungelcamp jetzt keine wirklich unsympathische Figur oder so. Aber man merkt, finde ich, auch an manchen Stellen ist es dann doch Marketing. Und er übertreibt halt einfach immer so extrem. Auch in diese Sache hat er sich ganz doll reingesteigert. Dieses Spiel hat mir vor Augen geführt, wo ich hin möchte, warum ich hier bin, wer ich bin. Goodbye and hello, altes neues Ich. Ja, schön. Und um sich dessen dann auch noch im Dschungel zu vergewissern, hat er dann einen sektenähnlichen Kreis inszeniert, der dazu führt, dass man eins mit der Natur wird. Aber das hat für viele nicht so funktioniert. Wie so eine Sekte, die da ums Feuer herum sich an der Hände hält und sich gegenseitig helfen möchte. Ja, immer noch eine komische Aktion von Tim. Und auch in der Romanze geht es in dieser Folge dann irgendwie nicht so richtig weiter, denn Laylas Lippen und ihr Mundinnenraum sehnen sich so sehr nach Mikes Zunge. Aber die will und will einfach nicht reinflutschen. Gerade der ist mit Frauen, muss dem ja keiner was vormachen. Da kommt dann halt nichts. Und dann denke ich schon dran, was Kim mir so gesagt hat, dass ich nicht sein Typ bin einfach. Okay, Layla, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Du hast selber gesagt, du und Kim, ihr werdet keine Freundin mehr und du hast ihr nichts geglaubt. Also wenn du jetzt ausgerechnet das glaubst, das wäre schon ein wenig sehr random. Vielleicht habt ihr damit recht. Auch wenn ich dieser Frau kein Wort glaube, was sie sagt, aber das ist halt so die einzige Sache, die mir so im Kopf rumschwirrt. Zum Glück gibt es ja aber Date Dr. Fabio und der möchte, glaube ich, seinerseits auch, dass diese Romanze ein bisschen weitergeht. Kein Wunder, der kommt ja auch aus diesen Bumsformaten und kennt es wahrscheinlich nicht anders. So ein Schwachsinn stimmt aber nicht, weil zu mir hat er mal gesagt, er kann sich schon vorstellen, dich draußen so kennenzulernen. Ja? Ja, aber jetzt doch nicht mehr, oder wie? Doch, ich kann es natürlich gut sehen, ich habe eine gute Brille und kann es objektiv betrachten. Genau, und deswegen geht Fabio dann auch kurz darauf zu Mike und nimmt das einfach mal in die eigene Hand und führt mit ihm ein krasses Männergespräch. Du brauchst Massage von Layla. Ja. Aber heute warte ich schon süß im Weiher. Findest du? Ja, ja. Ja, sie ist aber auch schon nett. Ob dieses Anschieben wohl funktioniert? Ich weiß es nicht, denn ich glaube, Mike war einfach nur müde und wollte seine Ruhe haben, aber kein Problem. Fabio hat einfach munter weitergemacht. Und manchmal, ne, wenn er so oberkörperfrei da ist, stelle ich mir vor, dass man ihn genauso wie er ist auf das Cover einer Bibel setzt. Und irgendwie wird das ein bisschen zu einem modernen Jesus passen. Ich glaube, die wird sich voll freuen, wenn du mal so Bussi auf die Backe gibst. So. Hä? Ja, ja, klar. Ob diese Romanze noch weitergeht, das werden wir in dieser Folge leider nicht mehr rausfinden. Das Einzige, was es heute noch zu sehen gab, war der Umstand, wer denn jetzt rausfliegt. Beziehungsweise leider ist keiner rausgeflogen, das kann ich ja schon mal sagen. Aber es gab natürlich trotzdem jemand mit am wenigsten Stimmen. Und das beweist dann wohl, dass die Romanze von vielen Zuschauern auch nicht so gemocht wird. Also, die wenigsten Stimmen. Heute. Muss aber nicht ausziehen, sondern darf noch hier bleiben. Hatte Layla. Ob Layla wirklich rausfliegt morgen? Ich bin sehr gespannt und ich bin auch sehr gespannt, ob du wieder dabei bist. Aber prinzipiell musst du das natürlich. Und ich wollte heute nochmal die Gelegenheit nutzen, mal wieder Danke zu sagen. Wir haben jetzt nämlich 355.000 Abos erreicht. Das ist mehr, als ich mir jemals vorgestellt hätte. Ihr wart gestern extrem lieb. Ihr schreibt wahnsinnig viele Kommentare. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt auf den Videos irgendwie knapp 14.000 Kommentare. Und manchmal weiß ich gar nicht, wie ich das alles verdient habe. Also insofern, Küsschen von mir. Aber weil die sich so viele wünschen, gibt es natürlich trotzdem eine Drohung. Du musst nämlich morgen wieder einschalten, denn sonst zieht Kim wieder ein. Und ihr Schamane.